So, hi und hallo mal wieder. Ja, es gibt mal wieder Wundertüten und es ist ein Wunschvideo. Ich wurde mal wieder angeschrieben, ob ich mal wieder Wundertüten aufmachen kann. Da sind mir diese hier ins Auge gefallen. Die Mickey Maus Wundertüten Nummer 11 für 4,50 €. Und warum sind mir die ins Auge gefallen? Ich habe ganz viele vor kurzem Wundertüten Nummer 13 aufgemacht. Nummer 12, Nummer 10, 9, 8. Geht auf meinen Kanal, sucht nach Wundertüten. Ich habe davon schon ganz viele aufgemacht, von den Mickey Maus Wundertüten. Aber nicht die Nummer 11. Ich weiß nicht warum. Und deswegen habe ich mir gedacht, aha, Wundertüten-Video soll ich wieder machen. Dann noch von Mickey Maus. Und dann noch welche, die ich noch gar nicht aufgemacht habe. Das passt also. Also ich hoffe, damit werde ich das Wunschvideo gerecht. Wundertüten, dann noch von Mickey Maus. Zwar die Nummer 11, trotzdem für 4,50 €. Und was ist dort immer drin? Zwei Hefte, zwei Extras. Diese Wundertüte ist ziemlich platt. Diese hier ist etwas dicker, wie ihr seht. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in jede Wundertüte was anderes drin habe. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an. Und wie gesagt, Wundertüten-Video, bin ich auf eure Meinung immer gespannt. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr sie? Weil ihr kennt, oder einige von euch kennen meine Wundertüten-Videos. Meistens mache ich fünf drin auf, zehn Wundertüten. Teilweise ist immer das Gleiche oder dasselbe drin. Und ich finde das nicht gut, aber ich will es euch immer wieder zeigen. Und deswegen fange ich jetzt mal an. Die Mickey Maus Wundertüte Nummer 11. Das erste Extra. Das ist das Magazin Nummer 3 von 2017. Ja, ist das Detektiv. Ich glaube, das kenne ich noch. Habe ich mir noch irgendwie eine Erinnerung. Kommen wir nun das zweite Extra. Und es ist, hey, die aufblasbare Gitarre. 75 cm groß. Ist das Magazin Nummer, und wo ist Mickey Maus Magazin Nummer 5 2017. Ja, die kenne ich auch noch. Ich glaube, ich habe ich sogar angeboxt und aufgeladen. Die Rock and Roll. Aufblasbare Gitarre. Ist witzig, packe ich mir weg. Vielleicht für den Sommer, um Scherzvideo damit zu machen. Also die bleibt auf jeden Fall erstmal hier bei mir. Also das war die erste Wundertüte. Was hatte ich drin? Ja, nichts so Besonderes, gebe ich jetzt zu. Aber ihr schreibt mir eure Meinung. Vielleicht ist es ja was für euch, das Detektivset oder eben die aufblasbare Gitarre. Erste Wundertüte weg. Kommen wir nun zum zweiten und ich hoffe, dass ich jetzt was anderes drin habe, weil ihr kennt meine Videos. Teilweise ist immer dasselbe, das gleiche drin oder. Fühlt sich aber schon dicker an. Eingepackt und was ist drin? Tada! Oh! Eine Wasserpistole. Hinten kann man eine klare Sprudelflasche drauf tun. 1 Liter, 1,5 Liter. Passt hier. Ja, der nächste Sommer kommt. Das ist das Magazin Nummer 6 2017 gewesen. Ah, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Weil, wie gesagt, der nächste Sommer kommt. Vielleicht kann man damit was anfangen. Hier ist der Adapter. Ach, die kommt so rum rein. Flasche drauf. Zum Spritzen hin und her schieben. Obwohl es Plastik ist. Ihr wisst, ich kritisiere grundsätzlich Wundertüten, wo Plastik drin ist, was ruckzuck kaputt ist. Ist das doch ein bisschen stabil, das Plastik. Ist nicht so dünn. Man meint, es ist hochwertig, aber es ist auch nur Plastik. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es mir weg tue. Wasserpistole. Auf jeden Fall was anderes drin gewesen. Das ist schon mal gut. Und das zweite Magazin und Extra ist, tada, ja, perfekt. Gerade zu der Jahreszeit. Ich habe ja ein Video gemacht über die neue Rücklichtlampe, die ich mir geholt habe, weil die anderen ausgefallen sind. Und hier wieder eine
LED, die man dazwischen klemmt. Es leuchtet perfekt. Besonders bei diesem Wetter. Hammer. Das Magazin kam raus, 5/2017. Ich habe davon noch einige. Aber wie gesagt, das ist richtig, richtig toll. Muss man echt sagen, weil Sicherheit geht vor. Also, ihr habt es gesehen, 2 Wundertüten aufgemacht, der Wundertüten Nummer 11. 2x was Verschiedenes drin, also 4 Magazine, 4 Extras. Wie gesagt, was ich gut finde, die LED, die Wasserspritzpistole nicht so. Die 75 cm Gitarre, da lässt sich doch was mit anfangen. Und das Detektivset. Wo ist es? 4 verschiedene Extras, 4 verschiedene Magazine in 2 Wundertüten. Der Mickey Maus Wundertüte Nummer 11 für 4,50 €. So, und jetzt ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr sie? Habt ihr euch auch schon eine oder mehrere gegönnt? Was kann noch drin sein? Schreibt es mir in die Kommentare für mich und alle anderen Zuschauer. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.